Mein Forschungsgebiet ist die Grammatiktheorie und in diesem Bereich arbeite ich über die Nominalphrase, sprachliche Variation und seit neuestem über bilinguale Spracherwerb. Die Frage, die wir versuchen zu beantworten, ist, wieso sich die Sprachen voneinander unterscheiden, und wir versuchen Regeln aufzustellen, die in der Lage sind, das zu erklären. Die Methoden, mit denen wir arbeiten, sind erstmal introspektiv, aber mehr und mehr experimentell. Also das heißt Fragenbogen, Sprecher befragen, Videofilmen und so weiter. Sie können am Englischen oder Deutschen arbeiten und dann finden Sie eine Sprache irgendwo in Afrika und diese Sprache hat genau eine gleiche Struktur wie Englisch oder Deutsch und dann sehen Sie erstmal, okay, wieso ist das so? Und das fasziniert mich.